Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Katastrophenbeitrag. Nein, ich will ja nicht immer meckern. Aber es fällt mir leider nicht schwer. Nein, kann ich gar nicht. Es fällt mir nicht leicht, nicht zu meckern. Oder es fällt mir schwer, nicht zu meckern. Ist egal wie rum. Es geht weiter um die Royal Williams. So, was jetzt so in den kleinen Videos gezeigt wird, wie weit ich schon gekommen bin. Weit ist ganz gut. Also als erstes habe ich die ganze Kanonenseite hier schon fertig. Ich muss da jetzt immer sehr vorsichtig mit sein. Ja, weil wie gesagt, die ganze Kanonenseite ist fertig, also die ersten zwei Reihen. Der eine hängt da schon wieder ein bisschen schief, weil wenn ich da jetzt mal gegenkomme, dann knackt das immer weg. Weil ich musste die Kanonenrohre von hier mit einer ganz langen Pinzette auf das Chassis raufführen. So, jetzt steht sie wieder. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe hinten angefangen, die Heckgalerie, mein Sorgenkind. Und habe da so eine schöne Schachbrettmuster auch gemacht. Und dann habe ich die nächsten Spilz schon mal zusammengebaut, die dabei gewesen sind. Also ihr seht ja, dass die viel zu groß sind und der kleine war auch dabei, der soll hier vorne hin und ihr seht, der geht voll bis unter das Deck, weil das Deck kommt ja hier rauf, also die Leute laufen so durch die Gegend damit. Da werde ich, erstens habe ich da einen etwas kleineren bestellt, der ist ja nun 2 cm hoch und ich habe einen bestellt, der ist nur 1,50, sondern 15 Millimeter hoch und dadurch kriege ich schon was und dann werde ich da unten wahrscheinlich den Sockel ein bisschen abschleifen, damit ich hier zumindest ein bisschen auf eine schöne Höhe komme. Also diese beiden Pötte, die vereinnahme ich für spätere Modelle. Ja, dann habe ich hier noch 2 LEDs drauf liegen, da muss ich mal gucken, wie hell die sind. Die möchte ich gerne hier hinten in die Kabine mit rein tun, also hier diese Heckgalerie, das ist ein bisschen schwach auf der Brust, was ich hier drin habe, da habe ich ja nur eine LED drin und deswegen kommen da noch 2 zusätzliche rein. Ich hoffe, dass das alles so ist und nicht zu sehr durchscheint, aber wie gesagt, ich werde das erstmal testen und dann werde ich sie noch ein bisschen abtönen. Ich war so frei und habe auf dem Büdel, wo die alle drin sind, gelb und weiß gemacht. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welche davon gelb und weiß sind oder was das auch mal bedeutet, was ich mir einfach mal vor 2-3 Jahren dabei gedacht habe. Naja, so ist es eben halt. Man wird vergesslich. Ja, Ärgernis hierfür ist, das zeige ich euch auch in dem Video, also die, ist runtergefallen. Die ganzen Gussteile, die sind viel zu hoch. Hier kommt das nächste Deck rauf und das Gussteil ist glatt um 2 bis 3 mm höher als wie das Deck, als wie ich, das kriege ich nicht dazwischen. Also bei eurem Modell, ich weiß nicht, wie die anderen Modellbauer das zusammengekriegt haben, aber ich fühle mich bei diesem Schiff richtig als blutiger Anfänger. Als kleiner Eddie, der vor 30 Jahren schon mal oder vor 25 Jahren angefangen hat. Ja. Ich stoße da oft an meine Grenzen, vor allen Dingen die Grenzen des Verstandes. Vielleicht verstehe ich das ja alles gar nicht, was euer Modell da von mir möchte. Ja, die Kabine hier vorne, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Die habe ich sehr schön hingekriegt. Habe ich auch das Muster abgenommen von der, die da eigentlich hin soll. Naja, ich will ja nicht meckern, aber sie ist natürlich ein bisschen zu hoch geworden. Aber das werde ich ganz vorsichtig abschleifen. Dann habe ich diese zentnerschweren Figuren vorne auch schon bemalt. Die kommen ja vorne alle an die Galerie ran. Und zum Abschluss werde ich euch das mal ganz kurz zeigen. Da ärgere ich mich auch schon wieder ein bisschen. Eigentlich hatte ich mir gedacht, ich habe den Rumpf mit den beiden Galerien, das heißt also Heck- und Buggalerie, bis Weihnachten fertig. Aber Gott sei Dank habe ich ja nicht gesagt, welches Jahr. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich wollte ich das dieses Weihnachten fertig haben. Meinem Auftraggeber ein Bildchen schicken von dem schönen Schiffchen. Ja, Weihnachten, das
also wenn das jetzt so weiter katastrophal weitergeht, dann weiß ich auch nicht. Aber ich arbeite daran. Das erste Deck, wie gesagt, das steht schon mal. Das ist ja das oberste Kanonendeck. Und dann kommen da nur noch zwei Decks drüber. Ne? Zwei Decks. Ich bin ja jetzt hier angekommen. Hier mache ich jetzt meine unterste Grete. Das ist die blaue. Und jetzt füge ich nur noch diese zwei rein. Ja, und dann kommt die Maske davor. Und dann versuche ich mich da mal dieser komischen Dächer dann ranzuwagen. Mal gucken, was sich dabei ausgedacht haben. Weil auch die Teile, die passen alle irgendwie vorne und hinten nicht. Aber das zeige ich euch alles in dem Video. Also ich versuche alles selber neu zu machen und anders zu machen. Und hast du gesehen und willst du nochmal? Genau, in der Reihenfolge. Ja. Hier haben die zum Beispiel nur so Verdeutlichungen gezeigt, wie einfach das alles ranzukleben ist, aber das ist gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, im Video erläutere ich ganz kurz dort mein Ärgernis. Es können sich gerne Modellbauer dieses Schiff schon mal gebaut haben. Ich weiß, ich habe zwei Stück sozusagen bei mir auf meiner Seite zum Beobachten und ja, der eine hat mir auch schon viele Tipps gegeben, wie man am besten die Heckgalerie biegt oder wie man das verarbeitet und so weiter. Ich finde seine Tipps alle ganz schön und ganz wunderbar, aber bei mir funktioniert das nicht. Wie gesagt, bin wahrscheinlich blödiger Anfänger. Bin ein bisschen zu doof dazu. Ja, schaut euch gleich mal die kleinen Fächern an, wie ich das alles so mache. Ich hoffe, es gefällt euch und dann sehen wir uns zum Abschluss noch mal ganz kurz wieder. Zum Anscheigen des nächsten Ärgers. Buchgalerie. Bis denn. Ja, jetzt möchte ich euch einmal mit auf die Reise nehmen, wie ich dieses Gussteil, das ist eine Schottwand von Backbonner Steuerbord, was auf einen Zwischendeck hinkommt, die ich ersetzen möchte. Da ich das Schiff hier auch beleuchte, möchte ich natürlich auch, dass die Fenster alle offen sind. Sicherlich werde ich das nicht so schön mit den Strukturen und so weiter hinbekommen, wie die das hier im Guss haben. Aber ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe hier schon einmal die Struktur ausgemessen, habe das dann auch alles schon ausgeschnitten, habe mit einem Bohrer hier vier Löchlein reingebohrt und dann mit dem Cuttermesser das Fenster damit ausgeschnitten und es sind ja auch hier jeweils zwei Türen oder ja, Türen kann man ruhig dazu sagen, Schotten sind ja irgendwie anders darzustellen und da habe ich jetzt eine hier und eine habe ich hier ein bisschen geöffnet habe. Da ist es ein bisschen dünn geworden, da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist also wirklich gerade noch 1 Millimeter stark. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache, ohne dass es kaputt geht. Aber vielleicht fällt das auch nachher nicht mehr so auf, wenn ich die Gitter da drin habe. Ja, dann habe ich Leisten dort erst einmal vorgesetzt und die schneide ich dann ganz einfach von hinten ab, so dass es alles eine gerade Sache wird. So, die Türen, die Gitter für die Türen, das wird noch mal so eine kleine Sache, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das machen möchte. Das eine oder andere mache ich mir schon ein bisschen einfacher. Es gibt ja heutzutage viele Teile, die man eben halt aus dem Eisenbahnbereich nehmen kann. Und da ich hier einen Maßstab habe von 1:72 und Eisenbahn ist 1:84, habe ich zum Beispiel mir gedacht, ich nehme ganz einfach solche Fenster, solche Gitterfenster, wo ich jetzt oben sozusagen das abschneide. Und dann habe ich solche und die passe ich jetzt hier direkt in die Taschen rein. Also in die Aussparung sozusagen dafür rein.
So, das werde ich dann einmal machen und dann werde ich die schön ausrichten. Hier bei den Türen ist es natürlich so, dass es nicht passt. Da muss ich eben halt sehen, dass ich das irgendwie mittig soweit schön hinkriege. Ja, und wie ich das mit der geöffneten Tür hinkriege, das weiß ich selber noch nicht so richtig. Da muss ich mir noch ein bisschen was ausdenken. So, jetzt habe ich nochmal die zwei Wände im Vergleich. Ja, sicherlich dieses vorgedruckte und wo alles schön eingedruckt, das ist natürlich wesentlich besser geworden als wie meins. Hier die obersten kleinen Leisten, die muss ich noch in diesen Teak färben. Aber ich zeige euch mal, woraus ich das alles gemacht habe. Ich habe solche flachen Leisten genommen, um diese großen Verzierbalken zu nehmen. Dann habe ich diese hier verwandt. Die sind etwas dicker und etwas breiter, um unten sozusagen die Füße zu imitieren. Und dann habe ich diese genommen, um hier diese Verzierwände davor zu machen, die hier sind. Und hier bei den Türen habe ich wiederum meine flache genommen. Und dann habe ich noch die 1x1 mm Leiste jetzt zum Schluss. Die habe ich hier oben einmal lang gezogen, um hier diesen Abschluss, diesen Baldachin oder wie auch immer oder Stützen zu imitieren. Ja, zwischendurch habe ich dann hier noch Messingnägel genommen. Das sind die, die ich hier drunter habe. Da habe ich den einfach unter die Guillotine gelegt. Also ich habe den Kopf abgeschnitten und habe das Stumpfende nach unten genommen, um die Spitze nach oben. Die ist ja hier auch so ungefähr. Sie ist zwar hier über die ganze Länge, aber so lange Nägel hatte ich leider nicht. Und ich hatte leider auch nicht so den Draht. Der ist ein bisschen krumm und schief geworden. Und deswegen bin ich auf die Nägel zurückgegangen. Ja, ich bin der Meinung, das ist soweit schon in Ordnung. Wie gesagt, hier oben werde ich das noch mit Tick anstreichen oder beizen. Und dann ist diese Zwischenwand fertig. Ne? Hier nochmal zum Vergleich. So, direkt darüber und passgenau ist es auch. Ne? Sieht alles, glaube ich, ganz gut aus. Und hier habe ich dann auch, wie gesagt, eine Tür aufgemacht und diese Milchglasscheiben, da habe ich ganz einfach Klebeband, Malerkrepp genommen. Und wenn dahinter eine gelbe Leuchte kommt, dann sieht das echt toll aus. Jo, das war es erstmal zum ersten Teil der ganzen Wände erstellen, weil ich möchte ja auch, das zeige ich euch noch einmal ganz kurz. Da wollen wir nochmal ein bisschen höher gehen. Ich werde hier die ganze Galerie genau so herstellen, wie ich diese Teile auch gemacht habe. Nur ich kriege das dort ein bisschen einfacher gemacht. Und zwar werden das Laserteile, die mir natürlich der Winfried wieder macht. So, jetzt möchte ich ganz gerne einmal für den Balkon, das werde ich euch nachher mal zeigen, da möchte ich ganz gerne den Balkon verkleiden. Und ich weiß, es gab dort ein Schachbrettmuster. Das habe ich auf irgendwelchen Fotos, habe ich das mal gesehen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, wie man das vielleicht ganz einfach selber machen kann, ohne da großartig zu liegen. Also meine Idee ist jetzt erstmal, ich nehme Malerkrepp und habe mir die Rückseite, habe ich mir dort sozusagen getaped. Ich drehe den mal ganz kurz andersrum. Da geht das wahrscheinlich ein bisschen besser. Und dann mache ich mir eine gerade Kante und dann klebe ich das erstmal da so rauf. So, das ist ja alles noch ganz einfach und ganz easy. Na, ganz so easy ist das auch nicht, weil man muss aufpassen, dass man wirklich ganz genau immer dran bleibt und kein Spalt entsteht, ne? So.
Dann jetzt noch einmal die braune. So, richtig schön eng anliegen. Und noch eine weiße. Und dann werde ich mir dort quadratische Stückchen drauf schneiden oder Streifen. Ich weiß gar nicht, soll ich die quadratisch machen? Auf jeden Fall, ja, ich muss sie ja quadratisch machen. Ha! Aber in kleinen Streifen. Wie ich das so meine, das zeige ich euch gleich. So. Damit dieses Klebegeraffel jetzt ganz einfach wegkommt, nehme ich ganz einfach den Cutter und schnipsel das hier mal ab, damit mir das nicht immer an den Finger klebt. So, da haben wir das einmal und das gleiche machen wir hier auch. Zack. So. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier solche Streifen schneide, dann kann ich die erstmal versetzt aneinander setzen. Ich versuche das einfach mal. So, wie breit ist der? Sind die 5 mm? Die sind 5 mm. Also muss ich mir 5 mm Streifen schneiden. So, das werde ich mir dann erstmal anritzen. Ist das richtig, was ich da so mache? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich werde das gleich wissen. Ich habe ja noch ein bisschen über. Ich mache erstmal ein paar. So. So, der erste ist Verlust. Den ziehe ich jetzt einfach mal so gerade runter. Und jetzt mache ich die immer hinten dran. Ich ritze sie jetzt nur einfach mal ein und werde das dann gleich mit der Schere per Lufthansa werde ich das dann mal machen. Und dann wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Ja, irgendwie sehen die ein bisschen unterschiedlich aus, ne? Naja, ist ja auch erstmal nur Prototyp. Vielleicht sind meine Gedankengänge ja auch gar nicht so richtig, wie ich mir das denke. Aber das werden wir gleich sehen. So, jetzt überlege ich mir schon, wie reicht die denn aneinander. Ich glaube, wenn ich die jetzt ausgeschnitten habe und die eigentlich passen, würde ich die irgendwann gleich draufkleben wollen. So, das Zuschneiden mache ich mal ohne euch. So, hier ist der Ort des Geschehens, was ich euch zwischendurch einmal zeige. Das sind die selbst ausgeschnittenen Laserteile von dem Winfried, die er nach meinen Anleitungen gemacht hat. Ja, das war ja nun, also das Teil war viel zu groß. Ich musste dort ein paar Fenster abschneiden und jetzt ist es ein bisschen zu kurz. Aber wenn ich das eine Fenster jetzt so ran mache, dann ist das zu lang. Aber egal. Ich werde das mit Holz auffüllen und dann habe ich hier auch schon, ups, fallen gelassen, die Fensterchen bemalt und die kommen dann da irgendwie dahinter. Wie ich das mache, weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber unser Hauptaugenmerk, das geht jetzt hier um diese Plattform. Das ist ja so, dass hier sozusagen ein Balkon entsteht und zwar in diesem Bereich und da würde ich ganz gerne so ein Holzmuster hinlegen. Guck mal, das sind so die Streifen. Und wenn mich jetzt nicht alles trügt und die umgedreht oder versetzt, nee, brauche ich gar nicht versetzt. Einfach nur umdrehen. Ja, das ist natürlich fatal. Jetzt habe ich natürlich zwei verschiedene breite Leisten. Das ist natürlich nicht so gut, Herr Quandt. Ach nee, passt ja. So
Man muss das nur genau hinlegen. Dann passt das wieder mit den Nachbarn. Ja, jetzt überlege ich mir, ob ich das gerade hinlege. Oder ob ich die ganze Geschichte leicht schräg mache. Schräg sieht natürlich geil aus. Da müsste ich das rautenmäßig machen, wie man so schön sagt. Könnte man ja auch. Na, dann würde das rein theoretisch so über die Spitze liegen. Ja. Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus, wenn man das so hinlegen würde. Man jetzt liegt das erstmal einfach nur so. Und da kann man jetzt auch mal gucken, ob man ein bisschen was sparen kann. Ich alles drüber legen kann. Brauch, muss, soll. Ja. Ich glaube, so mache ich das. Ich glaube, da hätte Eddie mal wieder eine gute Idee gehabt. Jetzt muss ich das mit der Schrägung natürlich richtig hinkriegen. Aber das werde ich ja mich dann an die Mitte nachrichten. Und da werde ich die Raute sozusagen direkt über die Spitze setzen. Guck mal, so könnte das aussehen. Ich ziehe euch das mal ein bisschen weiter ran. Ja. Liegt jetzt natürlich nur drauf. Man muss jetzt mal gucken, ob man das so ein bisschen glatt kriegt. Ne, kriegt man nicht die Wellen sich immer wieder hoch. Aber ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn dieses ganze Stück, weil ab hier kommt die nächste Abtrennung. Ich kann euch die mal zeigen. Es ist jetzt nicht die richtige, die da hinkommt, ne? Aber das wäre denn jene welche. Ja, ich glaube, ich mache das so. Ich finde das schick. So, hier seht ihr mein Schachbrett, Balkon, Schachbrett oder wie man das auch schimpfen möchte. Wie gesagt, ich habe mir ja diese lange Leiste gehabt. Die habe ich dann auf Kreppband gemacht und da habe ich mir solche Streifen gepackt. Und jetzt gucke ich immer ganz einfach, wie rum muss ich das halten, damit das dann ankommt. Hier habe ich mir die Linie gezogen, wo meine Hütte hinkommt oder meine Wand oder mein Schott oder wie man das auch immer schimpfen will, ist ja eigentlich eine Wand, weil ein Schott ist ja eigentlich, naja, eine Tür oder sowas. So, jetzt kann ich dieses Stück mal abschneiden. Weil das kann ich denn wahrscheinlich auf dieser Seite benutzen. Genau. Da passt das wieder wunderbar hin. So. Und da brauche ich jetzt noch einen schwarz-weißen. Ja, da muss ich mir dann ganz kurz mal hier mit der Schere einfach so einen Streifen abschneiden. Schnippel die Schnapp. Und dann mache ich mir dort, muss ein Weiß, ein Schwarz hin. Den trenne ich mir hier oben ab. Und dann habe ich das wohl, glaube ich, fertig. Da wird das morgen, wenn das richtig schön durchgetrocknet ist, da kommt dann noch ein bisschen Beschwerung drauf, damit es dann auch richtig fest wird. Besonders an den Kanten. Nee, andersrum, Herr Quandt. Nee, doch so. So, genau. So. Ja, jetzt muss ich noch einmal ganz kurz abschneiden, weil da ist ja eine Schräge. Jo, so sieht das gut aus. Ups. So, und jetzt ist es soweit fertig. So, jetzt geht das weiter mit der Heckgalerie. Und ich habe ja hier schon dieses schöne
Schachbrettmuster gemacht. Ich habe hier hinten schon die unterste Fensterreihe angebracht und manchmal fühle ich mich wie ein blutiger Anfänger bei diesem Bausatz. Ich will euch das mal ganz kurz erläutern. Also, das ist die Neigung, so wie eure Modell das vorzeigt. Und da soll dieses Plättchen rankommen. Das soll in dieser Schräglage dorthin kommen. Also erstmal von vornherein, das passt hinten und vorne nicht. Es kommt ungefähr so tief rein. Ich halte es jetzt mal so mit dem Finger fest. Und ihr seht, das ist eine Schräglage. Und ihr seht auch, dass das Deck gerade hier rauskommt. Also wenn ich das ganz verlängere, dann komme ich genau auf den Punkt auch, wo das hinkommt. So, jetzt habe ich mir so ein Teilchen gebastelt. Das muss ich natürlich noch abrunden. Das würde so dahin kommen. Und tada, da seht ihr, da ist ein Spalt drunter. Wenn ich den jetzt in die Flucht setze, seht ihr wiederum, tada, ist die Lücke da. Ja, habe ich mir gedacht, hast du was verkehrt gemacht? So, das ist der tolle Plan von eurem Modell. Sehr schön detailliert. Ja, hier ist das Deck, was ich jetzt gerade habe. Das ist dieses hier. Und da sollen die Seitenteile einfach nur so rangeklebt werden. Ja, das passt aber nicht. Jedenfalls nicht so wie auf der Zeichnung. Jetzt möchte ich mit euch mal ganz kurz eine Reise nach oben machen. So, und da könnt ihr das nämlich erkennen. Es dreht sich um diese Striche hier und um diese Form. Das ist die kleine Plattform, die ich jetzt gerne aufkleben möchte. Und die geht hier in eine Schrägung nach unten. So weit, so schön und so gut. Das hier, die gestrichelte Linie, die ihr hier oben seht, das ist das Deck. Ja? Und hier ist schon ein Abstand. Wie soll ich ein gerades Stück, was ich hier ranklebe, bis dort vorne und dann irgendwie und irgendwo ist immer irgendeine Lücke zu finden. Jo. Das Problem muss ich jetzt irgendwo irgendwie lösen. Also ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich das so lasse. Und es kommen ja dann diese kleinen Teile noch dazu. Die werde ich denn wahrscheinlich hier ransetzen. Wenn ich die in der Flucht setze, ihr seht das, ist der Spalt da, setze ich sie so, wie sie sein sollen. Andersrum geht auch nicht und über Kopf sowieso nicht. Aber normalerweise sollten sie jetzt so rankommen. Eigentlich. Aber ihr seht, das passt in der Flucht auch nicht. Also werde ich dieses Stück irgendwie ein bisschen modifizieren müssen. So, was ist mir noch aufgefallen? Da machen wir gleich mal einen kurzen Cut und dann zeige ich euch mal eine andere Position. Seht ihr meine Fensterreihe mal von Achtern? Ja, das sind hier und da sind mal Kompromisse, aber wie gesagt, da kommen ja noch die Leisten rauf und so weiter, damit das alles ein bisschen verschönert wird. Also die Verzierung, die werde ich genauso machen, wie ich das mit den vordersten Shot gemacht habe. Also diese Sache. Und das ist zum Beispiel das nächste Teil. Jetzt weiß ich auch, warum sie die Gussteile zugemacht haben. Also, als erstes habe ich hier schon mal zwei Leisten oben drauf gepackt, zwei dünne, damit ich in der Flucht so weit hochkomme, dass das dann einigermaßen passt. Ihr seht, bis hierhin wäre das normalerweise gewesen. Und ich kann dieses Brett, also dieses Deck, kann ich ja nicht anders versetzen, weil das liegt hier auf den untersten Sparren drauf. Und das kommt jetzt genau, ist sogar immer noch ein bisschen zu hoch, aber das wäre die normale Höhe. Das heißt also, das ganze oberste Kante ist zu viel. So, und das ist das Stück, was ich mir modifiziert habe. Und ihr seht da, die ganzen Fenster und so weiter, die kann ich mir rein theoretisch schenken, weil dieser Balken im Weg ist. Jo.
Also auch dafür muss ich mir jetzt irgendwie was einfallen lassen. Wahrscheinlich werde ich das jetzt ganz kurz anzeichnen und dann werde ich hier diesen obersten Balken wegnehmen. Ich hoffe, dass meine selbstgeklebten dann ein bisschen damit wegfallen. Und hier bin ich jetzt fast bündig. Ich werde jetzt hier unten noch ein bisschen was abschleifen, was ich ein bisschen tiefer komme. Ja, aber ein kleiner Schatten wird er immer sein. Also ich werde diese Stücke jetzt versuchen auszubohren oder auszufräsen, so dass man hier dann die Fenster ein bisschen beleuchten kann. Ja, das sind so die ganzen Ärgernisse, die ich habe mit diesem eigentlich schönen Schiffchen. Und das nächste wird mich dann auch wieder quälen. Na, wenn ich das nächste Stück da oben drauf setze, ihr könnt das leider nicht sehen, aber ihr seht das so, es ist schon wieder um 2 mm zu hoch. Und jetzt kommt noch ein Deck dazwischen. Ihr seht, wie das richtig wieder abgeht. Und das verstehe ich eigentlich nicht. Ich komme da echt an meine Grenzen des Verständnisses. Wenn hier ein Deck jetzt wieder rüberkommt und das Deck geht ja genauso weit wie hier vorne ran, ich hoffe, dass nachher meiner Galeriemaske, dass die da vernünftig ranpasst. Also ich weiß nicht, wie die anderen Modellbauer das irgendwie hingekriegt haben. Wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd für eure Modell. Aber das macht ja nichts. Irgendwie kriege ich das hin und das wird schon schick werden. So, jetzt noch einmal die Baustelle vorne. Ne? Man macht ja immer zwei Baustellen auf, das kennt man ja bei mir. So, also erstmal ganz einfach, ich habe dieses schöne Teil, was Gott sei Dank auch aus weichen Guss ist. Also da haben sie ein bisschen mehr Blei reingetan. Das hätte ich mir wirklich auch für die Heckgalerie von den ganzen Fensterelementen gewünscht. Also zweierlei. Erstens hätte ich dann wahrscheinlich wesentlich einfacher die Fenster aufbohren können, weil ich baue mich jetzt gerade zwischendurch noch den Glockenturm. Und da habe ich mir gewünscht, dass man solche harten Teile nimmt. Nee, da hat man auch solche weichen Teile genommen. Und ich weiß zwar nicht warum, aber da fässt man die Teile an und die sind so dünn, und die verbiegt man schon nur durchs Anfassen. So, also, ich habe da mal im Plan nachgeguckt. Auf der Hälfte sollen diese Nasen rauf. Die kommt hier. Und dieser Bügel kommt dann ungefähr so hoch. Weil das ist ein Knecht, der soll noch ein bisschen über die Reling, die hier oben drauf kommt. Das sind ungefähr anderthalb Leisten. Das heißt also ungefähr 8 mm wird er hochkommen. Na, vielleicht kann er auch so. So sieht das ja eigentlich schon ganz gut aus. Und zwar, das wäre meine Version von den Herrschaften hier. Die möchten gern oder haben gesagt, ich soll das hier ansetzen. Und da seht ihr wieder, das ist hier, da fehlt hier wieder ein Stückchen drin. Ne? Ich kann das auch nicht, weil diese Biegung, die war vorgebogen, die habe ich also nicht gemacht. Ich habe das nur so hingebogen, dass es den Schwung hat und den Schwung hier vorne, ich sag mal, zu den Schwanenhals dazu. Also, ich muss weiter nach Achtern, um die damit hinzukriegen. Das kommt mir eigentlich auch ganz gut, wenn man mal jetzt so denkt. Ich werde das mal mit einer Klammer mal zeigen. Da kommen ungefähr die Enden von diesem Schwanenhals hin. Weil dieses Fummelgerüst, das soll eigentlich mit diesen Teilen, soll eine Flucht sein. Und dann soll die dort hier vorne raus und nur die beiden Füße und der Rest kommt hier schon ab hier, soll das verschwinden. Weil das nur Flachguss ist, nur die Füße und der Kopf hier vorne ist nochmal modelliert und dazwischen kommt noch ein Ornament. Hier ist jetzt auch wieder offen, da ist gar nichts modelliert. Das ist ganz offen und so weiter und eigentlich doof, wenn man da reinguckt. Ja, dann sieht man immer die blank geschliffenen Teile. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie zumindest irgendwie das auch ein bisschen modifizieren können. Da hätte man auch gewusst, wie man das hundertprozentig ansetzen soll. Gott sei Dank kommt jetzt noch die Grating davor, die hier zwischen ist. Und da ist es eben halt so, die Grating kommt ja in den gleichen Schwung wie hier. Ne? Wenn ich das nochmal wieder so anhalte.
Und dann behaltet ihr das mal so ein bisschen im Blick, wo dieser Leiste längs läuft. Auf dieser Leiste soll die Gräting längs laufen. Also normalerweise läuft die Gräting von hier irgendwie so nach da oben hoch, dass die Leute dann auch von hier auf diese Gräting rauflaufen können. Also das werde ich mir alles noch irgendwie hin und her biegen. Also dieser Bogen ist viel zu tief. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich meine, von der Zeichnung her kommt das alles ganz so hin, aber trotzdem, naja, und hast nicht gesehen und überhaupt. Ja, das war also das zur Buchgalerie. Ja, das war's auch schon mal wieder von der Royal Williams. Es ist eigentlich gar nicht so viel passiert, aber doch so einiges. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Ich habe ja schon das obere Kanonendeck, sozusagen auch das Hauptdeck, fertig beplankt. Und ich muss jetzt noch drei Decks machen. Und ich habe gerade diese Schale noch voll mit geschnittenen Leisten. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich hoffe auf jeden Fall, da haben sie gut berechnet. Ich habe alles verbaut. Und ich habe auch für die ganz untere Seite, die ich zusätzlich eingebaut habe, nicht diese Hölzer verwendet. Sondern dort habe ich welche genommen, die so ähnlich aussehen, die ich noch in meinem Fundus habe. Weil ich habe mir gedacht, die anderen drei Etagen, also die anderen drei Kanonendecks, haben die gezeigt, soll man beplanken. Warum auch immer, im Normalfall wäre das ja im Dunkeln gewesen. Aber naja, sie haben auf jeden Fall auf den Zeichnungen, zeigen sie es hier? Nö, hier nicht, aber das ist eine andere Zeichnung. Da sind immer drauf, dass man das beplanken soll. Vielleicht sollte man das auch nur mit einem Bleistift anzeichnen. Hätten sie vielleicht einen Bleistift dazu malen müssen. Aber ist egal. Ich versuche das soweit hinzukriegen. Ansonsten wird mein Holzkami mir bestimmt bei ihr helfen, da wieder passende Leisten zu finden. Ja, dann habe ich das euch gezeigt bei der Heckgalerie. Ne? Hier seht ihr das, der Huf und der Kopf, das ist schön abgezeichnet. Aber hier hinten, was man sieht, da ist nur blank geschliffenes Metall. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich fülle das ein bisschen mit Spachtel auf oder ich male das einfach schwarz und man sieht das nicht, weil die eventuell geschwungvolle Gräting dazukommt. Ja, wie gesagt, das sind diese Teile. Also dieser Bogen, der war vorgeformt und ich habe sozusagen nur diesen Schwanhals so hingebogen, wie das da hinkommt. Die andere Seite habe ich natürlich auch schon gemacht. Und ja, mal gucken, wie das alles so weitergeht. Aber erstmal werde ich mich der Heckgalerie frönen und so ein bisschen LEDs noch ein bisschen verbasteln, damit das alles auch beleuchtet ist. Ich habe mich dafür entschieden, das zeige ich euch, glaube ich, auch, dass ich Fliegen, also erstmal eine Glasscheibe vorsetze, dann kommt ein Fliegengitter drauf, damit so ein bisschen, ja, so eine kleine Struktur im Glas da drin ist und von hinten wird dann Kreppband draufgeklebt, so dass das, ja, wie so eine ganz helle Milchglasscheibe. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe das mit der roten Trennwand am obersten Kanonendeck mal gezeigt. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ja, da kann ich jetzt nur noch zu sagen, wenn euch das alles gefallen hat, ja, mir gefällt das eigentlich nicht so sehr, an diesen Schiffchen zu bauen. Ich schiebe das aber, ich muss ja mal ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, ich habe ja bis Weihnachten mir das Ziel gesetzt, sozusagen das Schiff, den Rumpf so weit fertig zu kriegen, dass Heck- und Buchgalerie fertig ist und dann geht das weiter. Ich habe schon gesehen, wenn die Verzierteile nachher hier so auf dieser Seite raufkommen, da soll das auch so ein bisschen Problemchen geben. Da werde ich erst die Geschützpforten einschneiden, wenn ich die Zierteile mir vorgezeichnet habe. So ein bisschen habe ich ja gelernt. Eure Modell. Ja, also, es wäre ganz toll, wenn die Herrschaften selbst mal so ein Schiff, es sind schöne Schiffe, ohne weiteres, mal selber herstellen. Und da wissen die auch ganz genau,
was für Maloche das ist, das alles herzustellen, vor allen Dingen von Sachen, wo man denn gar kein Holz für hat. Das hätten sie auch beibringen können. Naja, egal, ich will nicht weiter rummeckern. Es freut mich natürlich wieder, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem schönen Schiff. Und wenn euch das gefallen hat, so wie ich das jetzt baue und hinfrickel und das versuche hübsch zu machen, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und mir weiter folgen und dann immer das schwarze Glöckchen betätigen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es weitergeht mit der Royal Williams oder natürlich auch meinen anderen vielen Projekten. Wie gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es losgeht mit der Royal Williams aus Eddys Modellwerft. Bis dahin sage ich Tschüss und bleibt vor allen Dingen gesund. Bis dann!